Willkommen, Freunde. Wir sollen die Feuerprobe abschließen. Das versuchen wir jetzt mal. Ob es uns gelingen wird, keine Frage. Es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Das fing alles gut an und einfach und von Gegner zu Gegner. Aber jetzt, ja, werden andere Seiten aufgezogen, habe ich das Gefühl. Have you thought about what I said? Not now. One battle at a time. Then let's get Gildan Commander. Sind aber sehr gut ausgerüstet. Ich hoffe, dass wir ja trotzdem nochmal irgendwie Level steigen oder so. Das verkrümelt sich hier schon. Die auch angreifen können, aber nee. Hier kommen wir ja ganz gut klar. Wird sich aber ändern, wenn wir beim Endgegner sind. Oh, jetzt müssen wir hier mal erstmal weg hier. Mal Energie sorgen hier. Ja gut, das mal. Hey. So, dann machen wir erstmal platt. Oh, er hat uns platt gemacht. Na, ich wohl doch zu große Klappe gehabt. Von wegen, es sieht ja gut aus und so. Okay, wenn man gleich angreift und die einen nicht treffen, dann geht das vielleicht auch. Sehr gut. Die Hinterlassene mal was zum Einsammeln. So muss das sein. The caverns around the Crucible of Souls are protected by an Ethereum seal. Breaking through is going to be tricky. There aren't any rich Ethereum sources around here. We won't be able to use the seal breaker. Oh, ich hasse das. Diese ganzen Magier, diese Beschwörer, die machen nur Stress. Wenn die wieder andere Gegner heraufbeschwören, haben wir wieder ein Riesenproblem. Ich hoffe, schade, ich dachte, der droppt noch mal ein bisschen Energie oder so. So, den holen wir uns jetzt aber. Aber seine Magie unterbrochen. Seine Beschwörung. Sehr gut. Und ihr müsst doch eigentlich ganz locker fertig werden. Ja. Wir lassen natürlich keine Punkte hier liegen. Das ist auch ganz wichtig. So, aber ich sage euch, wenn wir jetzt zum Endgegner kommen, da bin ich letztes Mal gnadenlos gescheitert. Sammeln hier. So. Schock. Aber wir sind ja auch noch gar nicht beim Endgegner. Wir müssen den erst noch suchen, weil der verkrümelt sich die ganze Zeit. Man denkt immer so, ey, der hat ja ein paar Leute dabei, warum verpisst er sich? Aber wenn dann gegen ihn angetritt, ist nicht gut Kirschen essen mit dem. Oh.
Hier will noch einer was wissen. Der kriegt natürlich das Schild ab. Sehr gut. Alles schön mitnehmen hier. Jeden kleinen Punkt. Ah, da sind sie schon. Ist er jetzt verkrümelt, dass ich wieder... Aber wenn ihr gegen den kämpft, versteht er gar nicht, warum er das gemacht hat. Okay, er holt sich noch einen Verbündeten, glaube ich. Keine Beschwörung hier. Keine Lust, dass hier noch Leute... noch welche von euch auftauchen. So. Ich glaube, einmal müssen wir noch hier runter und dann sind wir auch bald da. Versteckt er sich nicht mehr. Auch geil, beim Einsammeln mal einen Gegner platt gemacht. Reichweite ist echt super, muss ich sagen. Der Hammer ist wirklich super. Mal hier gleich die Kugel einsammeln. Jawohl. Wir zerschlagen hier nochmal ein paar Behälter, weil wir bekommen ja auch Energie dadurch. Ab und zu ist ja mal so ein bisschen was Grünes dabei. So, und drauf geht's. Da war er eben schon wieder und hat sich verkrümelt. So eine Kiste, die wir einsammeln können. Und da ist er. Und ich glaube, das ist... Ja, da ist er jetzt wirklich. Problem ist, er beherrscht das Feuer. Das finde ich daran so übel. Ich glaube sogar, dass wir ihm beim ersten Mal ganz gut was abziehen können. Dann haut er ab und dann ist er mit seinem Kumpel da. Oh, ich bin aufgestorben. Habe ich gedacht. Schwarzblutbestie, ist echt übel, der Typ. Ein bisschen ist nicht beeindruckt, wenn ich ihm mal irgendwie so ein Schild am Kopf werfe. Genau, jetzt ist er abgehauen. Ich habe jetzt den Schlüssel eingesammelt hier. Theoretisch schon mal ein bisschen aufladen. Den sollten wir eigentlich fertig werden.
Okay. War da näher ran, ja. Die werden zum Leben erweckt irgendwie. Das sind eigentlich Statuen. Aber ab und zu kann man wirklich doch nochmal eine kaputt machen. Auch bevor sie irgendwie in Aktion tritt. Schade, dass ich dieses Archon nicht voll habe. Das wäre ganz geil. Perhaps you can break it. Use your Ethereum. I'm trying. Well done. So, jetzt stehen die beiden da. Ja, ich fand das gar nicht lustig. Noch mal platt, weil es kann ja sein, dass wir noch mal leveln. Lass mich da auch ein bisschen überraschen, weil ich könnte natürlich einfach nur I drücken, dann wüsste ich das ja. Ach hier, die holen wir uns auch noch mal. So, weiter geht's. Nicht anders reagieren müssen. Mit seiner magischen Peitsche ist auch lächerlich. Er zieht uns ran und kriegt dann welche übergezogen. Also, hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht. Er hat sonst keine Chance gegen uns. Das sammeln wir nochmal ein. Das ist echt übel. Der verkrümelt sich ins hinterletzte Eck, um mich dann platt zu machen. Ich habe auch gemerkt, wenn wir jetzt mit E diese Magie anwenden, dass wir nicht aufhören, hinterher gleich zu schlagen. Das finde ich gut, dass man beim Kämpfen trotzdem was einsammeln kann. Ich könnte auch mal mein Schild wieder benutzen. Übel, übel. Ruhe. Ja.
Einer ist schon zu Staub zerfallen. Wir müssen den hier platt machen, den Magier. Aber gedauert eben. Dachte so, er schlägt mich von hinten hier. Wahnsinn, ey. Kraft hat er ja, das muss man ihm ja lassen. Aber das reicht, glaube ich, nicht für einen Endgegner aus. Also letztes Mal war das eine Katastrophe. Das war eine ziemlich lange Runde, muss ich sagen. Andere Level waren nicht so lang. Ob wir hier noch was Versteckendes aufheben können. Eins haben wir kaputt gemacht. Muss ja irgendwo noch ein zweites sein. Und ein drittes. Um die Truhe aufzukriegen, brauchen wir noch zwei Gefäße. Aber egal. Ich sehe jetzt keine. Wahrscheinlich sind hier noch welche. Egal, wir gehen jetzt erstmal weiter. Auf jeden Fall unterwegs sehr viele Krieger. Oh, jetzt hat er mir einen magischen Bann aufgelegt. Kann ich mich eben nicht bewegen. Ich hätte meine Energie noch aufladen können. Ich will natürlich auch diese drei Tränen oder was das sind, die mir die Energie wieder aufladen, nicht verschwenden. Wobei, wenn wir draufgehen beim Endgegner, ist das unser obsolet. Dann benötigen wir das auch. Und da wir ja bestimmt öfter sterben werden. Vielleicht ist hier sogar eine große Kugel drin. Sind nur kleiner. Ja, warum so kompliziert machen? So einfach geht. Ich glaube, jetzt sind wir gleich da. Ah, juckt die Nase. Da gibt's einen drauf. Ja, hier sind wir. So, und die beiden hier, die machen mir echt große Sorgen, muss ich sagen. Habt ihr gesehen, wie schnell ich fertig bin hier?
gar nicht bewegen sollen. Hat der so einen geilen Stand eben. Ich hoffe, der behält seine Energie so. Ja, sehr geil. Ja, man merkt schon, dass ich doch ein bisschen mehr Kraft jetzt habe. Na komm, den kriegen wir jetzt. Das hatte ich mit dem anderen Level nicht geschafft. Jetzt haben wir noch den anderen. Sehr geil, aber habe ich vorher nie geschafft. Komm, aufladen. Ah, er hat was gedroppt. Sehr gut. Schaffen wir den jetzt? Alter, ist das ein Kampf, ey. Das ist. Ich glaub gar nicht, wie das vorher war. Dass ich so wenig Level hatte irgendwie. Also ich bin jetzt gerade bei 35 oder so. Habe ich es nicht geschafft. So, ich bin durch. Ich hab's. Wow, war das ein Kampf. Heftig, heftig, ey. So. Erreiche Schmelztiegel der Seelen. Ich hoffe, dass der nicht nochmal wiederkommt. Das hat mir eben gereicht. Wir bleiben auch stringent jetzt auf unserer Strecke. Oh, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen kämpfen hier. Lassen wir uns auch nicht hier entgehen. Vielleicht gibt das wieder einen höheren Level. So. Mal gut, dass wir das Schild haben. Nämlich ganz schön lästig. Yo. War's jetzt, ne? Ja, wir haben es geschafft. Wie geil ist das denn? Ich will nur mal hier oben kurz gucken, ob ich hier noch was finde. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ist mir doch fast gedacht. Und dann können wir aber zurückgehen, weil dann ist das nämlich abgeschlossen. Jawohl. Dann halten wir uns damit auch nicht länger auf. Dann ist die Mission abgeschlossen. Alter Schwede, das war so ein harter Kampf. Ich habe es ein paar Mal versucht und nicht geschafft. Das war schon sehr geil. So, Herausforderung abgeschlossen. Herausforderung des Schmelztiegels. So, jetzt will das Sanctum natürlich nochmal mit uns sprechen. Sanctum, what if you're wrong? Wrong about what? About the rites of ascension. What do you mean? You say the rites are a sacrifice ritual. Makro says it will make him a god. Only one of you can be right. You are wondering if I wish to become a god myself. The thought had crossed my mind. Why would I want that? Most beings would love to have the power of a god. Power corrupts. Your brother has shown us that. Power overwhelms. It's hard to resist. I am not a Valorian, Orin. I am a construct. I do not want the same things as you. Okay, sie redet davon ab. Jetzt reden wir mit ihm hier nochmal. Something troubles you, old friend. Ascending might kill her. Perhaps it's for the best. You sound conflicted. She's on our side now, but we don't know what that much power could do to her. She isn't Makros. Would your brother have turned evil without the temptation of godhood?
Jetzt müssen wir mit ihr nochmal sprechen und bekommen eine neue Aufgabe. Siegel des Reiches. Akzeptieren wir. So, Freunde, aber das war ein sehr erfolgreiches Gameplay. Also für mich persönlich. Ich bin da nämlich mehrmals gescheitert an den zwei Gegnern. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr noch mehr Videos, mehr Games irgendwie sehen könnt und ich noch mehr zocken kann. Ansonsten, ja, lasst mal ein paar Kommentare da, Like, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.